Qualitätsstifte in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum und dem Johns Hopkins Center as Event 201. Das natürlich völlig fiktive Planspiel behandelte den Fall einer weltweiten Pandemie, ausgelöst von einem völlig neuartigen Virus mit dem Namen Corona. Und siehe da, am 31.12.2019 informierte China die WHO über den Ausbruch von Covid. Am 10.01.2020 erhielt China PCR-Tests. Ein Rätsel, denn diese Tests wurden gerade erst von einem gewissen Herrn Drosten entwickelt und erst am 13.01., also 3 Tage, nachdem China sie angeblich schon hatte, an die WHO übergeben. Mitte Januar entwickelte Herr Shahin, der Gründer von BioNTech. Wir erinnern uns, derjenige, der von Herrn Bill Gates wenige Monate zuvor 55 Millionen erhalten hatte. Also, er entwickelte angeblich an einem einzigen Wochenende den sogenannten Impfstoff. Seltsam, dass Herr Shahin bei der Anpassung der Genspritze den Virusvarianten bis heute so hinterherhinkt. Aber wo der Impfstoff jetzt schon mal da war, meldete am 30.01. die WHO ein globales Gesundheitsproblem. Doch ohne gezielte Angstpropaganda nutzt die schönste Pandemie nichts. Es begann mit den Bildern aus Bergamo, schier endlos aufgereihte Holzsäge in einer Halle. Auch wenn heute bewiesen ist, dass die Fotos in den Schiffsunglück bei Lampedusa von 2013 zeigen und unsere Zimmerlandkresse und unsere Landkresse ganz groß aus dem Wir sind Führer mit dem Dreck!